Ein Haus auf dem Berg, umrahmt von einer riesigen Streuobstwiese. Vor 7 Jahren fanden Marleen und Dirk Wiedenstritt diesen besonderen Garten. Weil 5 Hektar sind natürlich eine Riesenfläche, die können wir nicht jetzt intensiv bewirtschaften. Da haben wir dann erstmal geguckt, wo schaffen wir Räume. Wir haben Hecken gepflanzt. Das waren so relativ frühe Dinge, die wir gemacht haben, um die Größe so ein bisschen einzugrenzen. Gleichzeitig haben wir versucht, durch vorhandene Tore oder neu gesetzte Tore dann Öffnungen in die Landschaft zu machen. Ja, und haben uns auch so ein bisschen orientiert an dem Stil des Hauses, was ja so ein bisschen an die Provence erinnert. Und so versprüht der Garten ein gewisses Laissez-faire. Ebenfalls strukturierende Elemente, Wiesenabschnitte, die stehen gelassen werden. Das ist insektenfreundlich und gibt dem Garten noch eine weitere Ebene. Wir gucken immer, wie die Blumen hier blühen und danach entscheiden wir dann auch so ein bisschen, welche Felder wir hier stehen lassen. Also jetzt sind die Margariten schon im Verblühen, aber man muss sich vorstellen, es geht im Frühling mit den saftigen löwenzahngelben Blüten los und dann kommt die Margarite. Wir haben zum Teil ein bisschen Lavendel und dann sehen wir eben auch, was es für einen Wert für die Insekten hat, die hier fliegen. Wir haben ja Bienen da, die Hummeln, die sind hier in den Blüten zugange. Auch im Bereich der Obstbäume, Wiese, wohin man blickt. Deren Pflege übernehmen allerdings aus Zeitmangel andere. Als wir das Ganze hier übernommen haben, waren Teile wirklich im schlechten Zustand der Wiese. Teilweise war es schon so ein kleines, ging schon in Richtung Vorwaldstadium, die Flächen. Und da waren die Schafe natürlich auch ein wichtiger, helfender Faktor. Und der Schäfer freut sich über die Weide für seine Schafe. Der direkt am Haus angelegte Garten wird dominiert von Hochbeeten. Das ist der akuten Trockenheit hier geschuldet. Denn Wasser gibt's nur aus der Zisterne. Wir hatten natürlich so ein Lieblingsrepertoire, was wir mitgebracht haben, weil wir jahrelang Kräutergarten gepflegt haben. Und da waren die mediterranen Kräuter schon dabei, der Lavendel natürlich. Ja, und im Zentrum hat sich hier so ein bisschen der Salbei durchgesetzt und den wir auch zum Kochen vielfältig verwenden. Im Boden trifft man schon in 1 Meter Tiefe auf Muschelkalk. Die Wiedenstritts machen das Beste daraus. Aus den Steinen wird ein toller Blickfang. Im Prinzip alle Steine, die wir hier sehen, die wir in den Beeten sehen, die wir im Gebäude sehen, sind Steine, die hier vom Grundstück auch kommen. Ammoniten werden dann auch mal ab und zu gefunden, also wirklich tolle Exemplare. Und wir haben gedacht, da zeigen wir es einfach, indem wir es so an prominenter Stelle mal in die Wand integrieren. Ein klein bisschen Frankreich. Inmitten von Thüringen. Es ist ein beglückendes Gefühl, hier hochzukommen, auch wenn nicht alles perfekt ist. Wenn man die Insekten hier fliegen sieht, die Hummeln, Schmetterlinge, da freut man sich vielleicht, einen Beitrag geleistet zu haben.